Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video, mittlerweile das 17. Vielen lieben Dank für eure Einsendungen. Und in diesem Team-Rating-Video werden sich die Teams mehr oder weniger um die momentan aktuellen globalen neuen Leader Vegito, Blue und Rosé drehen. Aber wir haben auch noch ein bisschen mehr da. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und legen direkt los. So, das erste Team ist von Daniel Bruderek. Daniel, vielen lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt uns unser Boy Daniel. Hashtag Team Ozeru, das ist mein neues Realm of God Team. Finde es jetzt richtig mega und ich hoffe, du kannst mir helfen, dieses Team zu optimieren. Danke im Voraus, mach weiter so, alles klar. Kein Thema, Daniel, und lieben Dank für die Einsendung. Und in seinem Team, wie ihr schon seht, haben wir Ui Goku als Leader, den neuen Jiren auf TOR, Rosé, Vegito Blue, Zamas und Gotku STR. Dementsprechend sind alle Charaktere richtig gesetzt. Alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill, das meine ich damit. Und pro Charakter, der richtig ist im Team, gibt einen Punkt. Also haben wir schon mal 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level. Yes, alle sind Awaked, bis es geht. Richtig, also haben wir schon mal 2 weitere Punkte. 8 von 10 Punkten. Die Sache ist, ich habe hier keine Charakterliste bekommen. obwohl du, Daniel, wolltest, dass ich das Ganze optimiere. Ohne Charakterliste kann ich da nicht viel mehr machen, aber ich helfe natürlich. Zu sagen, wer, wo, wie, wo du wen spielen kannst. Deswegen schauen wir uns meine Grafen dazu an. Und zwar, Shoutout erstmal an denjenigen, der das sehen wollte, dass man quasi, dass ich auch den Friend mit einblende. Die Sache ist, in Doka Battle Bilder kann man 2 Charaktere nicht einmal aufzeigen. Also zweimal Ui Goku UR geht nicht. Deswegen ist da ein zweiter, weiterer SSR Ui Goku. Aber wundert euch nicht, beziehungsweise müsst ihr ab jetzt damit immer euch das aneignen, beziehungsweise dann wisst ihr schon Bescheid. Wenn er ein zweiter Charakter ist, dann ist das unser Friend Leader, also auch UR Ui Goku und nicht SSR Ui Goku, logischerweise. Nur kann man das in dem Graphen, in Dokkan Battle Bilder nicht aufzeigen. Shoutout an den, der das sehen wollte. Und wie gesagt, ihr merkt es jetzt für die Zukunft. Der zweite Charakter ist eben unser Friend, der direkt neben den unseren eigenen Leader ist. Anyways, Ui Goku ist unser Leader. Die Sache ist die, wie kannst du die Rotation spielen mit den Charakteren? Du hast da ein bisschen freie Wahl. Warum? Ui Goku und Gotku zum Beispiel in einer Rotation kannst du spielen oder Ui Goku und Jiren. Oder eben halt beides, ja, dein eigener Leader oder dein Friend. Ui Goku mit Gotku teilen sich 4 Linkskills, darunter Ki plus 3, 55% Angriff. Und mit Jido hat er sich wirklich auch gute Linkskills. Gartley Power zum einen, Tournament of Power. Und Fierce Battle natürlich. Und by the way, Jiren ist auch noch nicht Dokkan Awaked, weil das ist noch nicht aktuell die Seite. Deswegen nicht wundern, ich rede hier vom aktuellen TOR Jiren. Der Graf zeigt das noch nicht. Genau, entweder könnten das deine Rotation sein. Wie gesagt, zweimal Ui Goku, dein eigener Leader, einmal Friends, einmal mit Jiren, einmal mit Gotku. Oder du sagst, okay, eine Ui Goku Rotation reicht mir. Ui Goku mit Gotku, Ui Goku mit Jiren. Und die andere wie ich, Rosé zum Beispiel. Rosé mit Vegeto Blue. Hast du ein bisschen freie Wahl, sage ich mal. Ich wollte nur die Duos zeigen, die du spielen kannst in einer Rotation, letztendlich wie du sie spielst, wen du drin haben willst, ist auch immer vom Kampf abhängig, gegen wen du spielst, was für einen Typus du gerade brauchst, nur damit du hier die Duos hast, einmal Ui Goku mit Gotku, Ui Goku mit Jiren oder Rosé und Vegito Blue. Natürlich kannst du auch Ui Goku mit Rosé oder Ui Goku mit Vegito Blue spielen, Zamasu du fällt da ein bisschen weg und ist da, wird da quasi rausrotiert, um es so zu sagen. Genau, so viel dazu heißt, ja, es bleibt von den 8 von 10 Punkten und lieben Dank für die Einsendung, Daniel. Auf zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Eren Jäger. Attack on Titan. Eren, lieben Dank für die Einsendung. Und zwar hat unser Dude ein Heroes-Team. Ein Heroes-Team heißt, wir haben hier Vegeto Blue als Leader. Dementsprechend muss jeder Typus einmal vertreten sein. Das ist der Fall. Jeder Charakter muss sehr weg sein. Das ist auch der Fall. Alle Charaktere sind demnach richtig gesetzt. 6 von 10 Punkte. Alle Max Level Yes. Alle Awake bis zum geht nicht mehr richtig. Also schon mal 8 von 10 Punkte an der Stelle. Und sieht auf jeden Fall schon mal nach einem geilen Team aus, muss ich sagen. Schon mal Props, 2 LR drin, nicht schlecht. Wenn wir uns die Charakterliste aber ansehen, haben wir hier dann noch ein LR. LR Mighty Mass. Bevor ich zu LR Mighty Mass komme, wir haben hier zwingend, sage ich mal, 2 In-Charaktere drin. Denn ich kann mir vorstellen, unser Dude Eren, hast du auch richtig gemacht, will auf jeden Fall Ui Goku spielen und LR Vegito, warum auch nicht. Ich hätte da zum Beispiel, da hätten wir noch Super Gogeta, aber ich denke, du wolltest rein bewusst Ui Goku spielen. Ist auch nicht falsch. Ich wollte es nur erwähnen, dass wir dann zwingend die 2 auf jeden Fall lassen in dem Team. Und dann gehen wir halt in so einen Teamaufbau bei Heroes her und gucken, wer sind die anderen Charaktere, die anderen Typen, ob er da bessere hat. Also, ja. 2 Ints sind drin, heißt Tag. Unser Leader ist auch zwingend drin, weil er der einzige Tag-Charakter ist. Als Strength-Charakter hat er Jiren drin. Als Strength-Charakter würde ich auch Jiren lassen, wenn wir uns die Friend-Charaktere dann noch näher betrachten.
Und ja, wir hätten zwar noch ein Topo, aber wir brauchen ja mindestens einen Strength-Charakter. Zwei können wir nicht mehr reintun, wenn wir zwei Int haben. Deswegen, Jiren passt. Jiren kannst du lassen. Hast du richtig gemacht. Und deswegen, deshalb, weil Jiren drin ist, würde ich auch Ouigouk auf jeden Fall zwingend drin lassen. Darauf wollte ich am Anfang hinaus, weil die beide teilen sich gute Links, Talent of Power, Fierce Battle, Gartley Power zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Sie auch zum Beispiel in eine Rotation lassen. Physik-Charakter gut, LR Gogeta, den lassen wir drin. Da hätten wir keinen, der ihn toppen könnte. Ja. Das einzige wäre eben Ergiltetibus, Super Vegito. Und ich habe ja gesagt am Anfang, LR Mighty Mass hat er eigentlich. Und ist ein LR-Charakter. Und normal sagt man sich, okay, den LR-Charakter nimmt man mit. Aber ich kann ihn eher dann verstehen. LR Mighty Mass, wenn wir uns den Graphen anschauen, lenkt sich leider überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut in diesem Team. Heißt, also, grundsätzlich in so einem Heroes- und Villains-Team hat man sehr viel Freiraum, weil man sehr viele Charaktere wählen kann. Im Prinzip gibt es nichts Richtiges oder Falsches. Ihr nehmt halt, sofern halt der Leader Skill aktiviert wird, ihr nehmt halt eure besten Charaktere des einen Typus und baut euch so euer Team. Deswegen, schau mal außen vorweg, du hast auf jeden Fall das richtig gemacht, Adam, und ich denke, du hast bewusst Super Vegito reingetan, weil Adam Mighty Mass sich nicht gut linkt. Also du hast schon mal richtig gemacht, alles mit den Charakteren aus seinem Team. Gibt es nochmal extra Punkte von 9 von 10 Punkten, aber ich wollte euch noch kurz mit dem Graphen aufzeigen, wegen LR Mighty Mass. LR Mighty Mass linkt sich kaum. Ihr könnt ihn dennoch natürlich ins Team nehmen, statt Super Vegito, nur würde er ein bisschen alleine stehen, er wäre auf sich allein gestellt. Wenn er mal Ki bekommt, gut ist, wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Warum habe ich Kalifa daneben gestellt? Eventuell kann man Kalifa für Super Vegito reintun. Warum Kalifa? Super Vegito gibt mehr oder weniger den Vegitos die meisten seiner Skills. Kalifa jedoch gibt auch Ouigouk und Jiren bisschen mehr Skills. Zum Beispiel Tournament of Power Key plus 3. Kann man mitnehmen, wenn Kalifa ein Rotationscharakter ist, bombt sie noch Key rein für die Jungs, aber ich denke, die Jungs haben auch so gut Key oder würden auch die anderen versorgen mit Super Saiyan etc. etc. Also Kalifa würde ich mal eine nennenswerte Erwähnung sagen. Super Vegito würde ich aber drin lassen an deiner Stelle. Aber LR Mighty Mass wäre nicht falsch. Wie sehen die Duos aus? Und im Heroes und Villains Team hat man quasi, was Rotation anbelangt, freie Wahl. Ich wollte deswegen hier nur Duos aufzeigen. Wenn du kannst entweder Ouigouk und Jiren in einer Rotation halten oder die zwei LR oder dein eigenen Vegito Blue mit irgendeinem LR und dein Friend Vegito Blue mit einem anderen LR. Je nachdem, wie du das haben willst, je nachdem, wie du dich anpassen willst im Event. So würden aber deine Duos aussehen in dem Team. Das Team ist wirklich eins, das Team ist wirklich sehr gut. Props an dich und vielen lieben Dank für die Einsendung. Gut, und jetzt haben wir den King höchstpersönlich. King schreibt uns, Hashtag Team Osoru, wollt ihr fragen, ob das Team gut ist und ob ich was verbessern kann? Dann schauen wir uns das Ganze mal an. An der Stelle, King hat auch ein Heroes-Team. Alle Typen sind da, alle sind sehr awake, alles richtig gemacht. 6 von 10 Punkte, alle sind Max-Level, alle sind awake. Nochmal 2 weitere Punkte, 8 von 10 Punkte. Aber jetzt gehen wir mal rüber und schauen seine Charakterliste an. Beziehungsweise sehen wir dann direkt LR Trunks. Wäre dann so ein Unit, die würde ich auf jeden Fall ins Zero Team nehmen. Die Sache ist nur die, beziehungsweise schauen wir uns mal gleich an. Schauen wir uns mal so vorne weg an, wie gerade eben bei Eren. Wir haben als Set Charakter Vegito Blue. Heißt, wir könnten noch einen weiteren mitnehmen. Er hat sich für Super Saiyan 3 Goku entschieden als Set Charakter. Okay, er gilt Charakter, gucken wir mal hin. Unser Charakterliste wäre besser. In dem Fall würde ich vielfach im Vegeta lassen, auch wenn sein Super Saiyan 3 Goku ein bisschen Zero-Waked ist. Er kommt da noch nicht an Vegeta ran. Dann haben wir als Int-Charakter Gatku, würde ich drin lassen. Die anderen Optionen sind nicht so dolle, sage ich mal. Als Shen-Charakter Ultimate Gohan sage ich schon mal aus vorweg, lasse ich drin. Warum? Man hätte auch zum Beispiel Vegeta Blue, ist eine nennenswerte Erwähnung, könnte man auch auf jeden Fall reintun. Er nimmt Fierce Battle, Super Saiyan und Warrior Gods für Vegeta Blue, aber ich würde da eher Ultimate Gohan drin lassen, weil Ultimate Gohan in diesem Team den Status eines Rotationscharakters mit einem bzw. Supporter. Und als Physik-Charakter haben wir Super Saiyan 3 Gotenks, der ist auch so fix gesetzt, beziehungsweise, das waren gerade viele beziehungsweise, sorry. Um an den Anfang zuzukommen, LR Trunks. Schauen wir uns mal ganz kurz den Graphen dazu an, was habe ich da gebastelt. Hier, das ist halt wirklich so, ja, das ist halt wirklich so, dass man da wirklich auf sich gelegt ist, auf sich persönliche Meinung, freie Wahl hat, wie man das Team bauen will, wie man das Team spielen will. Denn wir haben ja ein Heroes-Team, wie gesagt, okay? Wir haben, meine Entscheidung fällt jetzt darauf, ob ich LR Trunks mit reinnehme oder Super Saiyan 3 Goku. Heißt, Super Saiyan 3 Gotenks bleibt auf jeden Fall drin. Wir haben unsere zwei Leader, unseren eigenen Vegeta Blue und unseren Friend. Unten links Gatku ist als Rotationscharakter angesetzt bei mir, er gibt teils aber solide Links-Skills, gibt auch Ultimate Gohan, Saiyanisch und so weiter und so fort. Und unten rechts haben wir Ultimate Gohan.
Upsa. Unten rechts haben wir Ultimate Gohan. Den lassen wir da als Rotationscharakter bzw. Supportcharakter. Heißt, vierfach wird das auch gesetzt als Agility Unit. Dreifach gut nichts auch. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt habe ich es nach links und rechts aufgeteilt. Entweder sagst du dir, okay, ich will das Team Over in a Flash lastig bauen. Was heißt das? Dreifache Goku hat Over in a Flash, dreifache Gotenks und die zwei Vegettos. Dann nimmst du dreifachen Goku rein, Angel Goku. Oder du sagst dir, weißt du was, ich habe Melee, ich will diesen Ellen nutzen und ich baue das Team Shocking Speed lastig. By the way, Over in a Flash gibt Ki plus 3, Shocking Speed Ki plus 2. Dann nimmst du Ella Trunks statt Super Saiyan 3 Angel Goku rein. Warum? Denn Vegeta hat Shocking Speed, Ultimate Gohan hat beispielsweise Shocking Speed. Und das kannst du da auf jeden Fall so mitnehmen. Im Endeffekt, du hast wieder freie Wahl, wie du das Team gerne bauen willst. Over eine Flash-Variante, dann lässt du dein Team so, wie es ist. Deswegen gebe ich hier in Klammer noch einen extra Punkt, in Klammer 9 von 10 Punkten. Oder du sagst, ey, ich habe einen Ella, ich will diesen Ella nutzen. Ich pack den Ella mit ins Team, spiele die Shocking Speed-Variante. Diese Varianten, wie sind die dann quasi zu verstehen? Natürlich von den Rotationen. Heißt, wenn du Over eine Flash-Variante spielst, dann lässt du Vegito Blue, dein Leader mit dreifachen Gotenks und den Friend Vegito Blue mit dreifachen Goku. Wenn du Shocking Speed Variante spielst, würde ich eher LR Trunks beispielsweise mit Vegeta in der Rotation halten und Ultimate Gohan eher nicht. Ich würde ihn trotzdem als Support Charakter lassen. Er hat zwar auch Shocking Speed, Vegito Blue mit Gotenks. So würde ich das dann machen. Die Tanz 4 Link Skill, dann müsst du halt den Friend Vegito Blue zum Beispiel rausrotieren. Aber wie gesagt, freie Wahl, auch hier freie Sitzwahl. Nein, Quatsch. Entweder, wie gesagt, erste Variante Over the Flash oder zweite Shocking Speed. Dies ist selbst überlassen, aber mich würde gerne interessieren, was hast du für eine Variante gewählt? Ich persönlich würde eher die von Ella Trunks nehmen, weil Ella Trunks ist mein Sohn. Ja, den lasse ich mit Vegeta in der Rotation und gut ist. Aber wie gesagt, persönliche Meinung und ja, Heroes und Villains Team wirklich freie Wahl, was anbelangt. Es kommt auf eure Charaktere an, darauf, wie ihr spielen wollt, die Rotation setzen wollt. So, jetzt haben wir mal zwei Heroes Team gesehen, jetzt schauen wir uns mal dein Villains Team an. Denn wir haben hier eine weitere Einsendung und zwar von den lieben Zero. Lieben Dank für die Einsetzung. Was schreibt uns Zero? Zero schreibt uns: Hey Osoru, was könnte ich an diesem Team noch verbessern? Ich feiere deine Videos, mach weiter so. Vielen lieben Dank. Erstmal, bevor ich weitermache, die Sache ist so: Bei den Villains, das werden wir gleich merken, da ist ja Rosé dabei. Zweimal Rosé. Und Rosé gibt es durch seine Passive Key oder Goku Black, wenn ihr auch habt. Heißt, wir müssen uns dann nicht so viel Sorgen um Key machen. Ich selbst habe mir mit meinem eigenen Villains-Team auch Sorgen um Key gemacht. Hab da statt, und dann habe ich, sag ich mal, auf zwei hochkarätige Charaktere am Anfang verzichtet. Das am Stream, by the way. Bzw. ich habe mir noch Überlegungen gemacht, ich habe mir noch Gedanken gemacht. Habt auf die verzichtet und zwei Supporter reingehauen, aber da habt ihr gesagt, ey, weißt du was, brauchst du gar nicht. Hau die zwei hochkarätigen Charaktere rein. Bei mir war das Kid Buu, in dem Fall Kid Buu und Omega Shenlong statt Goku Black und Thales. Und das klappt, natürlich klappt das, aber wir haben zwei Rosés drin, die Ki plus 3 geben, ja. Bei den Villains müsst ihr euch keine Sorgen um Ki machen. Bei den Heroes haben wir gerade gesehen im Beispiel von dem letzten Team, mussten wir uns Sorgen um Ki machen, weil die da zahlen Support oder Rosé, also Vegeta Blue selbst gibt keine Ki und der hat auch ein bisschen eigene Keylinks jetzt, sag ich mal. Deswegen, bei den Villains haben wir da ein bisschen mehr freie Wahl, ein bisschen mehr. Nämlich an dem Beispiel haben wir jetzt im Villains Team Rosé als Leader. Alright, alle sind Villains, yep. Jeder Typ ist einmal, yes, the awake, yes, also schon mal 6 von 10 Punkte, alle sind zwar Max Awake, aber nicht Max Level, die alle Androids sind nicht Max Level, also 7 von 10 Punkten erstmal. So, was ich jetzt sehe direkt ist, Zero wollte hier wahrscheinlich die Shadow Dragon Combo spielen. Omega Shenlong mit Sin Shenlong, teilen sich 6 Links, geht sehr gut, kann man machen, aber dann haben wir halt zwingend schon 2 physische Charaktere. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie Zero gedacht hat, okay, heißt, wir können keinen anderen Charakter mehr reintun, keinen anderen Typus, aber wir haben 2 physische Charaktere. Ja, SCR muss zwingend Rosé bleiben. Tech hat der Fusion Zamasu, er hätte noch mehr Sane, aber an der Stelle würde ich Fusion Zamasu drin lassen, individuell stärker, in dem Team besser. Kid Buu als In-Charakter hätte er einen anderen In-Charakter, hat er zwar, aber ich würde da Kid Buu auch auf jeden Fall lassen. Ella Androids Agility, er hat zwar andere Agility-Charaktere, aber ich würde da auch Ella Androids lassen. Okay, dann schauen wir uns mal den Graphen an, Und zwar, richtig, da ist noch ein Cooler, da poppt noch ein Cooler auf. Warum habe ich Cooler dahingestellt? Es gibt nämlich jetzt 2 Sachen. Es hängt jetzt auch wieder, wir sind da wieder frei. Also ihr merkt es in dem Team, deswegen liebe ich diese Hero und Villains Team, da kann man frei nach Kopf agieren. Hier haben wir auch freie Wahl quasi. Entweder, Zero, du sagst dir, ich spiele die Shadow Dragon Combo, in einer Rotation lasse ich auf jeden Fall Omega Shenlong mit Sin Shenlong,
Dann ist dein Team perfekt, dann ist dein Team richtig, wie du gemacht hast. Deswegen gibt es von Klammer noch einen Punkt, also in Klammer 8 von 10 Punkten. Wenn du jetzt aber, zum Beispiel, wenn ich dir eine andere Möglichkeit zeigen würde, wenn du jetzt auch mit Cooler spielen willst, weil Cooler ist individuell stärker als Xin Shenlong, würde ich Cooler reintun für Xin Shenlong, denn wir haben jetzt einmal Rosé. Heißt, um Ki müssen wir uns keine Sorgen machen. Du könntest dann Rosé in einer Rotation lassen mit Cooler zum Beispiel, den anderen Rosé mit Fusion Zamasu oder der eine Rosé mit Cooler Omega Shenlong, je nachdem. Worauf ich hinaus will, ist, dass Cooler individuell wirklich stärker ist, hochkarätiger ist als Xin Shenlong. Auch wenn Xin Shenlong Omega Shenlong 6 Linkskills teilt, Cooler ist da individuell auf jeden Fall stärker und Cooler nimmt auch gute Linkskills mit, auch wenn er in der Rotation, wenn er rausrotiert und er reinkommt, sorgt er auf jeden Fall für gut Ki. Ist nicht verkehrt, Cooler mit reinzunehmen. Aber wie gesagt, da hast du im Prinzip freie Wahl, ob du dir jetzt sagst, nee, ich spiele Shadow Dragon Combo, kannst du machen, passt, alles richtig. Oder du sagst, okay, Cooler ist halt echt ein Neograd, individuell stärker als Xin Shenlong. Ich nehme Cooler mit rein. Steiger quasi so das Potenzial meines Teams, Damage-Potenzial etc. etc. Genau, wie gesagt, kommt dann auf dich an, wie du Rotation hältst. Entweder Rosé mit Fusion Zamasu, was du lassen würde, oder dann Rosé mit Omega Shenlong. Oder du sagst, du nimmst dann Omega Shenlong Combo oder mit Cooler oder mit Kid Buu. Ihr merkt schon, oder mit den LA Androids. Da ist wirklich freie Wahl, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, diese wichtige Message bei Heroes und Villains Team, bei dem Teamaufbau. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr die Leader Skills trifft. Jeder Typus muss mindestens einmal im Team gesetzt sein. Natürlich ist dann ein Typus zweimal gesetzt, weil wir 6 Charaktere haben und 5 Typen. Und dass die Charaktere Zero-Awakened sind und dann triggert sich der Leader-Skill. Wie euer Team dann aussieht, wie das beste Team ist, das hängt wirklich von euren Charakteren an, von euren Gedankengängen. Wie wollt ihr das Team spielen? Ihr geht einfach her, wie wir es gemacht haben. Ihr schaut an, okay, Strength-Type fehlt mir zum Beispiel. Ich gucke meinen besten Strength-Type an. Der ist es, rein mit dem. Mein Tech-Type rein mit dem, mein bester Agile-Type rein mit dem, mein bester Physik-Type, mein bester Int-Type rein mit dem. Und dann schaut ihr, okay, wie will ich spielen, wie will ich Rotation halten. Entweder sagt ihr, okay, ich mach's wie Zero, ich will die Shadow-Dragon-Combo, dann nehme ich noch Xin-Shenlong als letzten Charakter rein. Oder ihr sagt quasi, ich will die Over in der Flash-Variante und nehme dreifachen Asia Goku rein, wie unser Dude von zuvor. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.